Shuddha Pakshi ist der reine Vogel. Garote sagt in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas, dass Shuddha Pakshi zwar erwähnt wird in einem Hatha-Yoga-Text, aber nicht genauer beschrieben wird. Heutzutage werden mindestens zwei Asanas als Vogel bezeichnet und so kann man sie auch als Shuddha Pakshyasana bezeichnen. Zum einen auf dem Bauch liegender Vogel, auch genannt Adho Mukha Pakshyasana. Auf dem Bauch liegend, gibt das Kinn auf den Boden, gibt die Handflächen nach unten, Daumen nach außen, dann hebe den Kopf hoch, hebe die Beine hoch, hebe die Arme hoch und fühle dich jetzt wie ein Vogel, wie Pakshi, der Vogel. Dann gibt es stehende Vogelstellung, auch genannt Uttishtha Pakshyasana. In der Stehhaltung beuge dich nach vorne und hebe ein Bein nach hinten hoch und strecke die Arme leicht zur Seite aus, Handflächen nach unten. Das ist dann eine Gleichgewichtsübung mit einer leichten Vorwärtsbeuge im Standbein und einer leichten Rückbeuge für Rücken und dem erhobenen Bein. Diese Variation von Shuddha Pakshi ist sehr gut fürs Gleichgewicht und für die Herzöffnung.